Wir sind heute auf dem Weg ins Museum. Allerdings in kein gewöhnliches Museum, sondern eigentlich in so ziemlich das Ungewöhnlichste, von dem ich je gehört habe. Und bis vor kurzem, also bevor wir nach Florida gezogen sind, wusste ich noch nicht mal, dass es das hier gibt. Und das Tupperware Museum ist auch gleichzeitig das Tupperware World Headquarters hier in Kissimmee. Aber das sieht echt interessant hier aus, hier vorne mit dem Grünzeug. Wir sind da vorne von der Straße gekommen, wenn man da weiter runterfährt, da ist Gatorland. Also hier ist ein riesiges Building. Die haben auch scheinbar hier die ganzen Entwicklungssachen, die sie hier machen, also die neuen Produkte und so weiter auf dem Gelände. Hier der Brunnen geht jetzt leider nicht. Und hier vorne ist der Haupteingang. Und hier sind die Zeiten, wo der Tupperware-Shop und das Museum auf hat. Ja, hier wäre ich jetzt aber wirklich sentimental. Also das Milchding hatte meine Oma auch und dieses Salz- und Pfefferding auch. Das ist der Hammer. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe das irgendwann, glaube ich, noch sogar mitgenommen. Und dann weiß ich nicht mehr, wo das gelandet ist. Oder hier diese alten Tongs und die alten Sachen. Es ist ja Wahnsinn. Also ich finde das total interessant zu sehen, was es früher alles gab. Und dass man konnte das ja auch, glaube ich, selbst wenn das so alt ist und kaputt gegangen ist, zurückbringen. Und dann hat man was Adäquates Neues dafür gekriegt oder sowas. Also fand ich super, auch hier diese alten Becher. Klasse. Hier ist es auch noch welche von 1963. Einfach total stark, das zu sehen. Wow. Hier das Ding. Scheint hier für Butter und sowas zu sein. Shaker, dahin ist auch nochmal so ein Milchding mit dabei. Ich meine, die Farben sind jetzt nicht mal wirklich aktuell, aber dass wir das alles hier noch haben, das finde ich cool. Das sieht jetzt schon ein bisschen neuer wieder aus. Da auch irgendwas zum Reintun, was das jetzt ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, was das ist, lasst mich das mal gerne wissen. Aber stark, oder? Also ich kann mich an solche erinnern, die hatte ich in Orange und außen weiß mit rum. Diese Dosen kenne ich gar nicht. Von Rom und London mit dabei. Oder hier oben Mooncake Set, Singapur. Also habe ich noch nie gesehen. Hier haben sie von Brownie Wise das Kleid mit dabei und ein Handmade Bowl von Brownie Wise. Also es ist echt ganz interessant zu sehen. Oder hier Presented Business Week. Alte Fotos von ihr. Wir sind jetzt von da vorne gekommen und hier an den Seiten haben wir eben diese Löcher in den Wänden, wo eben diese Museumstücke mit dabei sind. Und hier auf der Seite ist auch ein Tupperware-Shop. Da gehen wir gleich natürlich auch noch mal gucken. Sachen sind on sale. Aber es ist echt interessant, hier mal durchzugehen. Das ist ein sehr, sehr großes Gebäude. Da werden wir mal gucken, was wir hier alles finden können. Hier gibt es irgendwelche Awards, die damals wohl ausgehändigt worden sind. Ringe, Uhren und Ketten. Was ist das denn hier? Das ist ja interessant, da habe ich noch nie gesehen. Wusstet ihr, dass es sowas gibt? An dieses Teil kann ich mich auch noch erinnern. Das hatten wir damals in Blau, so für die Mikrowelle. Das war praktisch. Oder hier diese Casserole. Also wir haben damals viel Tupperware-Partys gemacht. Ich weiß nicht, gibt es das eigentlich noch in Deutschland? Jetzt nach 2020 werden wieder Tupperware-Partys gemacht oder könnt ihr das mittlerweile auch im Laden kaufen? Das hier scheint auch schon ziemlich alt zu sein. Das habe ich nämlich noch nie gesehen. Das haben wir hier. Pasta-Maker und ein Buch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Hier diese Cocktail-Sets kenne ich auch nicht. Scheinen auch schon etwas älter zu sein. Oder in der Zeit, wo wir jetzt nicht mehr in Deutschland waren. Das kann natürlich auch sein. An sowas kann ich mich noch erinnern. Das hatten wir mal in so einem ganz hellblau-türkis-mäßig. Die waren sehr praktisch. Das haben wir dann auch oft mitgenommen, wenn wir mal irgendwie so an See gefahren sind. Das Ding hatte meine Oma. Das weiß ich noch. Genau diese Farbe. Das ist ja irre. Wahnsinn. 1954. Und das Ding in 1966. Also wie gesagt, das hatte meine Oma. Das weiß ich noch. Und das hier für Salate. Das finde ich auch klasse. Besteck gleich mit dabei. Total praktisch. Farben sind jetzt vielleicht nicht mehr so ganz aktuell. Aber warum nicht? Und das hier sieht auch schon Asbach uralt aus. Ja, von 1964. Ist ja der Hammer. Ich weiß nicht, gibt es sowas eigentlich auch in Deutschland? So ein Tupperware-Museum. Ich habe da nämlich noch nie von gehört. Das hier finde ich auch interessant, hier so zum Mitnehmen mit dem Griff mit dran für die Arbeit von 1980. Wow. Also wenn er hier Sales und sowas gemacht hat, sind scheinbar irgendwelche Diplome und Auszeichnungen überbekommen kann.
Und Tupper hat auch mal Figurines gemacht? In den 70ern und 80ern? Huh. Also diese Sachen, die kenne ich jetzt auch nicht. Ein Reiskocher und so. Huh. Was ist das hier? Irgendwas surrt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das sehr stark hören könnt oder nicht. Ich glaube, sowas hatte meine Oma auch. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Nur die Farbe war, glaube ich, anders. Ein Steamer gibt es? Wow, das wusste ich auch noch nicht. Also solche Sachen hatte ich nicht. So ein Grader, das hatte ich auch, aber auch eine andere Farbe und sah etwas anders aus. Das hier habe ich auch noch nicht gesehen. Measuring Cups und so. Interessant. Becher gab es, glaube ich, schon. Aber sahen eben total anders aus wie die. Da scheinen Untersetzer oder sowas mit dabei zu sein. Schick. Das sieht ja auch interessant aus. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber auch hier unten mit dem Zeug mit dabei, das sieht fancy aus. Das sieht für mich auch aus wie so ein Salatspinner wieder. Hier ist so ein ganzer Block mit Messern und Schere mit dabei. Das hatten wir auch, ich glaube auch aus der Pro-Serie oder irgendwie sowas. Ich hatte nicht alle Messer, sondern nur so ein paar kleine. Aber da war ich echt zufrieden mit. Hier ist noch irgendein Raum, da steht ein Kicker mit drin und eine Bar. Fernseher und sogar Kochplatten. Keine Ahnung, hier probieren sie vielleicht die neuen Rezepte aus, wenn sie irgendwas machen. Die Fotos und sowas für die ganzen Prospekte machen sie übrigens auch hier. Das weiß ich auch. Ein Wasserfilter? Das wäre doch vielleicht was, da gucke ich ja nach. Irgendwelche Werbesachen. Und das hier? Das sagt mir jetzt auch nichts. Das unten sieht aus wie Glas. Hat Tupper auch Sachen, wo oben nur der Deckel aus Plastik ist und unten Glas? Ich weiß es nicht. Mal weitergehen, was hier noch ist. Ah, ist hier die ganze Wand voll. Aber wie komme ich denn da oben dran? Fangen wir erstmal unten an. Das ist, glaube ich, hier, um so Garlic und sowas da so klein zu raspeln, oder? Meine ich zumindest. Hier oben Weinflaschen aufmachen. Noch ein größerer Mixer. Da auch. So hoch komme ich gar nicht. Und hier so Scented Candles. Das wusste ich auch nicht, dass sie Scented Candles haben. Hier auch für Salat mit Besteck obendrauf. Das scheinen, weiß ich nicht, sind das für Eiswürfel? Dahin ist Besteck mit drin, was man so zusammenbauen kann. Und die Gläser, die finde ich super. Die sehen schön aus mit den Schmetterlingen drauf. Oder hier für die Küche, für die ganzen Küchenutensilien zum Reinstellen. Was ist das denn? Happy Breeze? Ach, das ist hier so für Scented-Sachen, oder? Das ist mir auch neu. Das habe ich auch noch nicht gekannt. Das Ding hatte meine Oma auch, was auch immer das war. Ich komme nicht drauf. Und hier diese Eisdinger, die hatte ich auch. Ich fand die ganz praktisch so zum Einfüllen. Das haben wir auch teilweise mit Saft und sowas aufgefüllt. Oder hier eine Thermoskanne. Hier diese mini kleinen Dinger. Das ist ja auch super. Das kenne ich jetzt nicht. Weil das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Aber wo kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Sind jetzt schon mehrere Leute jetzt hier mit da drin. Ich hoffe, das stört jetzt keinen, dass ich filme. Hier steht eine ganze Maschine rum. So, auch mal einmal gucken. Das ist ja interessant. Auch hier oben die alten Fotos. Da haben sie scheinbar hier die ganzen Tupper-Sachen irgendwie mitgemacht. Wahnsinn. Hier haben sie Tiny Treasures. Das sieht ja fast so aus wie Löffel und Sachen, die ihr so für Puppen benutzen könntet. Ich meine, die Größe wird stimmen. Da alles Mögliche mit dabei. Trinkbecher, hier sogar den Salatschleuderdings da. Das Teil hatten wir auch mit diesem Pop-Deckel. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und hier das Brotding, das hatten wir auch. Ist ja Wahnsinn. Schlüsselanhänger. Ach, da konnte man Geld reinstecken. Jetzt sehe ich das erstmal, aber es ist out of order. Da hätte man das rausholen können. Also so Schlüsselanhänger mit den verschiedenen Tupper-Dingern mit dran. Weil das ist ja schade. Da hätte ich bestimmt einen mitgenommen. Aber wie gesagt, lass mich gerne wissen, ob es in Deutschland immer noch Tupper-Partys gibt oder ob ihr das mittlerweile auch ja so im Laden kaufen könnt. Ich glaube, man kann das sogar mittlerweile, oh hier halt's aber, bei Target hier bei uns kaufen. Aber wir gehen mal hier in den Shop rein. Ja, das Video muss ich nachträglich noch einsprechen, weil die Musik einfach super laut da war in dem Store.
Aber ich bin einfach mal rumgegangen und habe etliche Sachen wieder gesehen, die ich früher hatte, so wie diese blauen Schüsseln. Wobei ich glaube, dass meine anstatt blau unten lila war. Bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher, ist einfach schon so lange her. Die Preise waren super in Ordnung da, also deutlich günstiger, als was ich in Erinnerung hatte. Auch diese blauen Becher, da kann ich mich dran erinnern, dass wir die eine Zeit lang hatten. Die konnte man ja oben zumachen, hier für Küchensachen, Puder, Zucker, Gedöns und eben diese ganzen Mixing Bowls, die mit dabei waren. Also die Sachen in Deutschland sind super teuer, hingegen was wir hier gefunden haben. Ich zeige euch gleich nochmal andere Preise, wo teilweise Sachen für 3 bis 4 Dollar mit dabei sind. Hier oben irgendwelche Spinning-Sachen mit dabei und diese, ich glaube Quickshift hieß das da, wo ihr hier so Sachen mit raspeln konntet, diese roten Dinger zum Dranziehen und zum Kurbeln. Ich meine, da hatte ich früher auch was von. Er packt auch die ganze Zeit hier noch Sachen aus, das ist der Manager, haben wir gehört, von dem Tupperwarenladen hier. Und sie haben ganz, ganz viele Sachen hier ausgestellt. Hier diese Sachen für Kühlschrank, da weiß ich, das hatten wir damals auch. Irgendwas mit diesen Pöppeln, die man auf und zu machen konnte. Messer war mit dabei, diese Universal-Messer. Pfannen und Töpfe hatte ich damals nicht, kannte ich auch nicht. Aber hier diese Sachen, die in den Regalen drin stehen, da hatte ich, glaube ich, sowas wie Cereals jetzt mit dabei oder Nudeln, die ich da reingemacht habe, Reis. Und hier haben sie selbst einen Kühlschrank mit aufgebaut. Ich meine, so einen Kühlschrank hat, glaube ich, niemand, aber ist mal ganz nett zu sehen, wie das da alles so drin gestapelt werden kann. Dann auch wieder hier diese Kasserolen-Sachen. Diese untere, die hatte ich auch, glaube ich, zu Hause. Und dann eben diese ganzen Stapelsachen, die mit dabei sind, die Pfannen. Also die Preise waren relativ in Ordnung, fand ich jetzt. Kann ich nichts zu sagen, weil, wie gesagt, in Deutschland habe ich das nie gesehen. Da waren wir, glaube ich, schon weg, als diese Sachen aktuell wurden, aber bin ich mir auch nicht ganz sicher. Hier haben sie so einen ganzen Stapel mit diesen bunten Sachen und für den ganzen Tower wollen sie nur 40 Dollar haben. Das ist der Hammer, oder? Also ich glaube nicht, dass man in Deutschland so viele Sachen in diesen ganzen Größen für 40 Dollar bekommt. Originalpreis ist durchgestrichen, aber das ist ein Schnäppchen. Auch diese Wasserflaschen, das ist ein Witz. Und auch die ganzen Pakete, die da noch rumstehen. Also ich finde es hammermäßig. Das sind auch so Sachen, ein paar kommen mir noch bekannt vor, die wir früher hatten. Ein paar halt eben nicht. Ab und zu gehe ich mal ein bisschen näher an die Preise mit dran, damit ihr das sehen könnt. Hier diese Sifter und so weiter. Das fand ich ganz interessant, dass das alles relativ günstig ist. Also ich habe Tupperware nur in Erinnerung, dass das relativ teuer alles ist. Mag natürlich daran liegen, dass man extra diese Partys machen muss und damit man die Sachen bekommt. Hier ist das eben nicht so. Hier gibt es eben das Tupperwarengeschäft hier selber. Aber auch bei Target und so weiter kann man eben diese ganzen Sachen mittlerweile kaufen. Ich habe jetzt mir hier noch keine wiedergeholt. Ich bin am Überlegen, ich meine bei den Preisen, eigentlich müsste man ja zuschlagen, aber so viel brauchen wir davon dann nun auch wieder nicht. Das sah auch interessant aus, speziell für den Preis. Aber wie gesagt, was soll ich mir dann das in die Schränke stellen, wenn ich nicht sicher bin, ob ich das Ganze brauche? Hier diesen Wasserpitcher, den hatten wir auch oft in Deutschland in Gebrauch. Hier zum Eispop machen, fand ich super. Das haben wir auch öfter gemacht, aber wie gesagt, hier haben wir das nie gebraucht. Hier für den Ofen diese Sachen, super günstig mit dabei. Und die haben so viel Sachen eben in diesem Laden, die super günstig runtergesetzt sind. Nicht alle. Also hier auf der Seite sind, glaube ich, relativ Normalpreise mit dabei gewesen. Das sieht auch alles noch so ein bisschen neuer für mich zumindest aus. Aber wie gesagt, ich habe mich schon ewig nicht mehr mit Tupper beschäftigt. Wie gesagt, wir sind seit 14 Jahren hier. Und ja, ich bin da nicht mehr ganz im Bilde, was ist aktuell, was ist nicht mehr aktuell. Aber praktisch fand ich das früher wirklich total. Wir haben unheimlich viele Sachen gehabt und ich habe mich immer gefreut, wenn wir eine Party machen konnten und dann diese Geschenke dazu bekommen hast. Das hier sind jetzt so Silikonformen für einen Backofen. Also die Preise sind einfach der Hammer. Ich kann mich noch erinnern, dass manche Sachen davon als Willkommensgeschenk für Gastgeber oder auch für die Gäste mit dabei waren, so wie hier diese Tomate. Meine ich mich dran zu erinnern können, dass es das gab oder auch eben hier so ein paar Schalen und eben super günstig sind die mittlerweile hier zu bekommen. Auch diese Bananen, die hier in der Ecke liegen, das weiß ich noch, das hatten wir mal irgendwie als Dankeschön geschenkt bekommen. Aber ihr könnt sehen, die Wände sind voll
mit Sachen super günstig. Also ich würde sagen, wenn ihr mal in der Orlando-Area seid und auch Tupper-Sachen vielleicht noch unterbringen könnt, wenn ihr was Günstiges sucht, kommt auf jeden Fall mal da vorbei. Die Öffnungszeiten habe ich euch ja eingeblendet, wann das Museum und der Store eben offen ist. Und kommt einfach mal rein. Günstiger könnt ihr bestimmt keine Tupperwaren bekommen. Oder wenn ihr die mitnehmt und wieder weiterverkaufen wollt. Ich meine, ich will ja nichts sagen, aber das kann man natürlich auch machen. Aber generell fand ich das alles super interessant zu sehen. Das Museum, der Eintrittspreis ist kostenlos. Und da lohnt sich das auf jeden Fall mal durchzugehen. Und wie gesagt, dann hier in den Shop mit reinzugehen. Und ja, vielleicht noch das eine oder andere Schnäppchen hier abzuräumen. An diese Container kann ich mich auch noch erinnern. Aber guckt euch das mal an. Ich habe da damals mindestens 23 für bezahlt. Und jetzt kriegst du sie für 4,60. Hammer. Also ich fand es generell mal ganz interessant zu sehen. Das Museum, aber auch den Store. Gekauft haben wir jetzt allerdings nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.